Bock, und willst du dann Texas Storm Chasers gehen? Nicht nur am Texas schaff. Auch heute zu Lützburg. Der Jasso hat sie begleitet. Was ist Storm Chasing? Es geht darum, dass ich dir und dann wieder dokumentiert, das heißt, ich die Bilder und Videos ab, auf wie du durch die Stürme besser zu verstehen. Und was geht es dir dann noch genau bei deinem eigenen Projekt? Bei meinem Projekt geht es dann eben darum, dass ich hier am Land, hauptsächlich am Süden von diesem Land, Stürme und dann wieder probieren zu dokumentieren, weil sie mich eben immens faszinieren und dadurch hoffentlich und habe ich auch schon viele schöne und flotte Bilder abgeholt. Wen hast du denn außer der noch alles bei dem Projekt Mod beteiligt? Wir haben zwei andere Kollegen hier beteiligt. Das sind meine zwei Führer, die mich dann bei meinem Projekt die ganze Zeit hin und her feiern, eben dahin, wo die Stimme im Moment sind. Und sie sind auch immens interessiert von den Wiedern und sie das extrem viele Phänomen auch immens gerne und dafür machen sie auch bei meinem Projekt mit. Storm Chasing ist für sich eine extrem seltene Aktivität. Wie bist du dann darauf gekommen? Das war echt eine spontane Decision, weil ich eben letztes Jahr im Sommer meine Passion für die Meteorologie aus dem noch mehr erwischt. Und schon mal am Anfang von diesem Jahr gedacht, wie wäre es nicht, Donnerwetter und Sturm hier im Land zu dokumentieren, weil erstens ich hier im Land noch nicht so hören und das ich negativ machen. Und wie das eben ich zwei Kollegen fanden, die mir bei dem Projekt geholfen haben, und ich gedacht, wir können lancieren das mal und ich bin im Moment echt zufrieden damit. Was ist bis das spektakulär, was du bei dem Projekt erlebt hast? Das war am Anfang vom Juni dieses Jahr zu Dittling. Ich war mit Sven in der Weh auf der französischen Grenze und wir haben einen ganz schönen Blitz abgeholt. Und am April von diesem Jahr hatte ich zu Kärchen mit Joshua Mammatus-Wolken entdeckt. Und da war ich ziemlich froh, weil die Wolken ziemlich rach in der Gegend sind. Und das hat mir ziemlich viel Glücksgefühle gebracht. Wie sieht denn für die Zukunft von diesem Projekt aus? Das Projekt wird bis ungefähr Ende September gehen. Und dann ist sowieso dann wir das hier so hier in Europa River. Das heißt, Anfang Oktober ging ich auf die Uni, wenn ich mein Examen gepackt habe. Und ich gehe eben Meteorologie studieren in Köln. Und das werde ich dann wo die ersten drei Jahre machen und dann werde ich verlängern bis auf fünf Jahre. Und während der Zeit wähle ich ganz gerne auch durch mein Projekt weiterfeiern. Ob ich das ändert, dem Nummer, wie ich hier im Land gemacht habe, weiß ich noch nicht. Aber das werde ich mit der Zeit weisen.